Letizia italiano? Italiano. Letizia italiano, una. Invalidenstrasse è la prima mostra personale di Clara Lidani in Italia. Siamo molto contenti perché è un'artista che ha già un grande successo internazionale e siamo... No, vedete proprio... Ciao Caterina che... Riparto. Invalidenstrasse è la prima personale di Clara Lidén, una giovane artista svedese ma che ha già alle spalle da Gizzi effektiv in den urbanen Raum, takes those posters, takes them in her studio and then puts on a white surface. Qui a Bolzano invece ha attinto proprio l'autostrada del Brennero e ne è nata l'installazione und die hingegen diese Kunst ermöglicht. Und diesen positiv, what is the importance of an artist like alla Michael Jackson attraversa in notturna una New York. Il fatto del bilinguismo, ma anche del plurilinguismo, io lo vedo strettamente legato anche a quello che è un lavoro all'interno dell'arte contemporanea. Sembrano due cose molto lontane, ma in fondo l'arte contemporanea è un linguaggio che è composto anche da linguaggi sempre nuovi. So, Yitti told me that she wants the X in a proper way and try to have the door which smashes. Auf die Sprache von einem Künstler reinzugehen, das bedeutet einfach, mir dann an dem Welten öffnen zu lassen. Und die ersten waren Paul Klee, Miro. Ich habe ja immer meine Eltern forciert, mich dahin zu begleiten. Florenz Venedig, wenn es eben diese Ausstellung gegeben hat. Das war für mich wirklich, in eine andere Sprache einzutauchen. Bolzano rispetto a quando ero giovane è cambiata veramente tanto. Coniuga appunto cultura italiana e tedesca, c'è un'offerta culturale notevole. Il mio lavoro mi piace tantissimo ed è un lavoro che permette ancora di avere uno scontro sul territorio. Vieni al museo oggi? Inauguriamo una bellissima mostra, il 19. No, lo facevo lontinaggio sempre. È così che si fa. Danke. Danke vielmals. Mit meiner Mutti habe ich Deutsch gesprochen und mit meinem Vater Italienisch. Aber dann, wenn mein Vater anwesend war, da haben wir immer Italienisch gesprochen. Also beim Mittagessen oder beim Abendessen. Die italienische Sprache hat da Vorrang gehabt, aber meine Mutti war da immer ganz streng. Also wenn ich ja auch italienische Fragen gestellt habe, hat sie mir immer auf Deutsch geantwortet. Und das hat sie auch noch vor den italienischen Verwandten meines Vaters gemacht, was ihn ziemlich aufgebracht hat. Ich dachte, sei scortese, quando questi non capiscono. Ma lì mia mamma, che era poi una delle persone più buone di questo mondo, non transigeva. Si era letta tanti libri e aveva proprio seguito pedissequamente questa lezione che il bambino sin da piccolo doveva avere un referente in maniera molto chiara. Una brasiliana? Poi due o tre carote grosse e un cestino di lamponi. Basta. Poi tutto, sì, grazie. Grazie. Ich bin ein Einzelkind und wenn ich klein war, waren eigentlich meine Cousins, ein bisschen meine Geschwister. Am Meer war ich mit ihnen zusammen. Automatisch war der Urlaub für mich Italienisch sprechen. Da waren wir meistens in Süditalien. Und da kann ich mich erinnern, dass sie mich schon manchmal aufgezogen haben, weil ich zum Beispiel gesagt habe, vengo dal Sud Tirolo. Scattava sempre la risata generale, perché dicevano, ma non si dice Sud Tirolese, si dice Alto Atesina. Aber ansonsten war das für mich eigentlich das Switchen, so von einer Sprache zur anderen immer natürlich. Meine Mutti hat dann gesagt, die deutsche Sprache ist einfach die schwierigere und deshalb soll ich die Grundschule auf Deutsch machen und deutsche Mittelschule und dann eben italienisches Klassisches. Und dort muss ich sagen, ist es schon so geworden, dass ich praktisch zwei verschiedene Freundeskreise gehabt habe. Non era così evidente che delle mie compagne di classe molto carine potessero invece uscire con dei ragazzi che io frequentavo e che facevano liceo scientifico tedesco. Perché lì mi ricordo proprio una scena che alcuni ragazzi del liceo classico italiano proprio
sono scesi ed è nata anche proprio una non dico più di una lite, credo che sono persino venuti alle mani dicendo questo è il nostro territorio. E per me, io ho vissuto questa scena perché proprio me la ricordo, perché sono corsa in bagno a piangere, perché per me era inconcepibile che ci potesse essere una cosa di questo genere. Na, dort mir die Margit versprochen, dass die Edel weggekehrt. Das müssen wir einfach nur vereinbaren. Ich würde mich auch mit dem Besucherservice vielleicht. Ich habe mich in dieser Rolle als Vermittlerin, ich sage mal, nicht wohlgefühlt, aber ich habe das fast so als eine Mission angesehen. Wir haben ein sehr großes Wohnzimmer gehabt, sehr groß. Also für mich ist es halt immer groß vorgekommen. Und da habe ich immer meine Mutter und meinen Vater gebeten, die waren noch immer sehr offen. Also alles weg, den Divan zur Seite. Und da hat es bei mir eine Party gegeben und da immer versucht, alle zusammenzuführen. Das war dann immer recht lustig. Aber wir tun da ja jetzt eine Wand einziehen, oder? Ja, ganz genau. Damit man ja. Ich habe das eigentlich nie verstanden, wenn gesagt wurde, dass durch das andere Sprachen offen sein, die eigene Sprache gefährdet ist. Und ich bin heute noch, sonst würde ich auch nicht hier im Museum arbeiten, davon überzeugt, dass alles, was neu ist, eigentlich der Tradition nur neue Lymphe geben kann. Ciao! Hey. Come on. Bene, tutto a posto? Facciamo la piega? Benvenuta in inaugurazione, come sempre. Ah, ok, quindi si lavora anche stasera. Anche da me è sempre full program. L'arte contemporanea ha ancora sempre questa soglia dove qualcuno ha paura di entrare nel cosiddetto white cube perché dice questo non lo capisco. Wenn ich etwas habe, wo ich ein bisschen obsessiv bin, auch in meinen Reden oder so, sage ich, versteht sie ja nicht, dass diese Künstler uns eigentlich ein bisschen die Scheuklappen vom Alltag nehmen möchten, weil sie einfach mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Perspektive diesen Alltag angehen. Anche un enorme senso humor, wie sie in New York plötzlich auf einer Ampel steht. Allora sono tutte delle azioni un po' nonsense, con le quali però lei appunto guarda diversamente lo spazio della città. Thank you Clara so much, and now I say the exhibition is officially open. Thank you. Capire che in fondo non possiamo fare a meno certe volte di aprire gli occhi su quello che succede attorno a noi, per me è stimolo per continuare a lavorare anche con artisti sempre nuovi, vedere nuove prospettive, nuovi sguardi sul mondo che mi circonda.